ein ideales Teammitglied für das Team B und D bei TMLS aus? Was sind die Charakteristiken, wünschenswerten Eigenschaften, Kompetenzen, Fähigkeiten? Was ist das Modell? Kannst du das mal gerade von deinen Steinen abgrenzen? Ich stelle ja die Frage, kannst du es noch? So. Hier drüben wird ja auch aufgenommen. Okay, ich denke mal, wir müssen was fertig frühstücken. Also, das ist ja mein Modell von einem idealen Bildmanager. Und als allererstes. Hey, das finde ich schon für mich bekannt. Ich muss hier unten anfangen. Und zwar, die Person, die das ist im Augenblick das ganze Konstrukt, ist eine Person. Hier unten, das ist ein Fundament, das sollte sehr breit sein und sehr stabil sein. Dann auf sein Fundament aufsetzen, soll er auch, sage ich mal, nach außen hin viele Facetten haben, die jetzt fachlicher Natur sind oder halt persönlicher Natur. Das heißt, er sollte sich außerhalb seines Themengebietes auch mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigen. Mit Blumen oder mit Diamanten oder also ein Hobby haben. Dann sollte er dennoch Techniker sein, deswegen hier diese Sachen, er sollte Techniker sein. Er sollte Antennen haben, um auch den Wind, deswegen die Fahne hier, den Wind der Umwelt wahrzunehmen. Und er sollte, deswegen die Person mit der Peitsche hier oben, er sollte sich führen lassen können. Warum ist die drehbar? Weil diese Person den allumfassenden Blick hat, den übergreifenden, das große Ganze sieht. Und das große Ganze soll er dann, sage ich mal, nach unten bringen. Alles bis auf diesen Mann mit der Peitsche macht dieses ideale Teammitglied für ihn aus. Ja, also der Mann mit der Peitsche ist im Endeffekt als Symbol dafür zu sehen, dass es sich führen lassen soll. Ja. Diese Person. Okay. Das heißt, wenn du das mit Mann mit der Peitsche neben dem stellen würdest, auf den Tisch zum Beispiel, dann ist das Rechte. Das Modell des idealen Teammitgliedes, richtig? Ja. Und von außen trotzdem die Führung. Genau. Und hier, das ist im Endeffekt der Mensch, der soll halt auch arbeiten. Okay. Und deswegen die Schaufel in der Hand. Aha. Arbeiten. Gut. Habt ihr Fragen? Sollte der Mann, den du noch mit Bezug gemacht hast, mit der Peitsche, du hast den ja nicht ohne Grund da oben hingemacht. Ist der Teil oder ist der extern? Also das ist einfach nur ein Symbol, dass diese Person sich führen lassen muss von anderen. Also einfach nur ein Symbol. Das ist jetzt keine Person, die tatsächlich da sein muss, sondern einfach nur ein Symbol, dass sie sich führen lassen muss. Also in eine Richtung. Gehört es doch zum Modell wirklich dazu? Gehört zum Modell dazu, einfach nur die Eigenschaft, sich führen zu lassen. Genau. Warum ist der jetzt so starr nach vorne? Also ich hätte vielleicht diesen Drehmechanismus unter dem, der da tut, vielleicht drunter gemacht. Und unter den roten? Ja. Dass der links und rechts. Also der hier, also ist schon okay, aber sag mal, das ist hier so das was Privates, was das. Das persönliche Umfeld ist, das ist als im Rückenrad aufgesetzt auf das Fundament und hier geht es nach vorne. Ne? Also im Endeffekt geht es immer nach vorne in dem Projekt. Ja, das heißt, der marschiert ohne links und rechts zu gucken? Nein, der guckt natürlich auch links und rechts, okay, und lässt sich natürlich von dem, der das übergreifende Blick hat, führen in eine Richtung. Und durch seine Antennen, die er hat, spürt er, in welche Richtung es gehen kann, ob er Gegenwind hat, ob er Rückenwind hat, ob er Seitenwind hat, je nachdem. Geht es in eine Richtung. Und der arbeitet dann immer, ne? Hast du Gedanken gemacht, wo du die Farben festgelegt hast, oder hast du einfach der eine rot und der andere blau? Also das ist einfach nur geschuldet, weil ich nichts anderes gefunden habe. Also das hat keine Bedeutung. Die Farben haben keine Bedeutung. Der Hut, ja klar, ich meine, der impliziert schon ein wenig, dass es hier jemanden geben muss, der sich führen lassen muss. Aber wenn er jetzt ein Bildmanager in unserem Team, denke ich, wenn er sich führen lässt, hat er kein Problem, so umgefasst, er hat kein Problem definitiv. Mhm. Ist euch allen klar, was mit dem Fundament gemeint ist? Das ist verschiedenartig deutbarer, aber es ist klar, intuitiv klar. Kannst du es mal
beschreiben? Also das Fundament ist, sage ich mal, seine persönliche Ebene, die er hat. Er hat ein stabiles, ruhiges Privatleben. Er kann darauf einen Rückenhalt aufsetzen. Und genauso könnte man jetzt sagen, die zweite Reihe, aber es wäre jetzt schon übertrieben, dass ich so weit gedacht hätte. Das ist Fachliche, ne? Das fachliche, okay. Wissen, das dann drauf aufsetzt und dann weiter nach oben sind dann die Arme, die dann sozusagen sich weiterbilden und gucken wollen. Und ich meine, da habe ich mir tatsächlich Gedanken dazu gemacht, hier gibt es ja ein Auge. Ne? Und das Auge sagt, er guckt auch mal, was es Neues gibt. Okay. Ich hätte das jetzt mit dem Persönlichen im Rücken, also als Rückhalt und dem Wissensfundament, hätte dasselbe Ergebnis gebracht, aber das, glaube ich, hätte ich ähnlich gedeutet. Ja, aber Sie haben eine Interpretation. Natürlich, auf jeden Fall. Okay. Okay. Also das Spannende ist ja daran immer, wie fängt man das an aufzubauen, und was ist ja der erste Gedanke. Und das erste war, ich wollte mal mit den Zahnräten spielen, fand es aber ein ganz nettes Symbol für vernetzt, verknüpft, verarbeiten. Das heißt, es kann keiner alleine was machen, sondern man muss es zusammentun. Mhm. Das Ganze ist im Grunde genommen jetzt die Arbeit, die gemacht werden kann. Man kann es nicht alleine machen. Es geht nur zusammen. Das Ganze steht auf dem Auto, auf dem Parkstell. Das symbolisiert so ein bisschen so unser Vorbewegen, unsere Projekte, die wir haben. Ich hatte erst überlegt, ob ich die Räder in die verschiedenen Richtungen mache. Das hätte dann eventuell symbolisiert, wie der Ist-Stand ist, dass jeder eine andere Richtung fahren will vom Projekt. Aber da wir einen Sollstand haben wollen, habe ich gesagt, wäre eine Richtung doch nicht schlecht, dass es eine Richtung gibt. Die Leiter hier ist im Prinzip Symbol für das Aufgleisen, das Einsteigen lassen, also das Offensein für neue Kollegen, Möglichkeiten, was auch immer. Ja, und die Blume, das war auch ähnlich wie bei dir, soll so ein Stück den Raum für Kreativität, für Individualismus lassen, dass jeder individuell was tun kann, sein kann. Deswegen die Blume. Wenn ich noch länger darüber nachdenke, kann ich bestimmt noch andere Interpretationen finden, aber das hatte ich mir alles nicht gedacht. Ja, ansonsten, ich habe über die Dicke des Fundaments keine Gedanken gemacht, das war einfach so zu ergeben. Ja, das sind ja jetzt schon ziemlich viele. Bitte? Das sind doch jetzt schon ziemlich viele Charakteristiken. Ja, eben. Und natürlich werden wir immer irgendwann bei unseren Modellen zu einem Punkt kommen, wo wir sagen könnten, ja, da kommt noch eigentlich viel mehr dazu. Das sind immer nur Ausschnitte. Deswegen fand ich das jetzt eher wichtig, wie entsteht sowas, und mir war das jetzt mit den Zahnrädern einfach spannend. Das war relativ gesichtslos. Also okay, aber ja, also du hast doch ein Männchen. Warum hast du das denn jetzt aufgesetzt? Warum? Nö, okay. Also das an sich ist... Es geht ja nicht um die Männchen, es geht um die Symbolik. Ja, wird interessant. Der ideale Bildmanager ist natürlich schnell und flexibel, also deswegen etwas fahrbar. Dein Rad blockiert. Das Rad blockiert, gut, das sieht man jetzt nicht im Film, das ist wichtig. Ne? So, dann habe ich, das hier soll der Mitarbeiter sein, der steht an einem massiven Werk.